Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem fantastischen Schrottplatz-Simulator. Und ich sehe gerade, wir laufen in die Gefahr, dass diese Folgen anfangen zu ruckeln. Muss ich gleich mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen für eine Sekunde. Aber wir wollten natürlich erstmal auflösen, bevor ich es vergesse, nämlich 8500 durch den Goldbarren. Also das lohnt sich auf jeden Fall, immer mal hier so ein bisschen zu durchsuchen. So. Genau, und bevor ich jetzt weitermache, muss ich ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Es tut mir leid für die Verwirrung, aber die Aufnahmefestplatte läuft voll. So, Entschuldigung für diese unprofessionelle Unterbrechung. Ja, Demontage. Es fehlt noch 1% und wir müssen dann noch Teile renovieren an dem Auto. Ich habe aber echt keine Idee. Was wir hier noch demontagieren könnten. Seht ihr noch irgendwo ein Teil? Ich nehme mich nicht. Naja, vielleicht zeigt es das ja auch gleich komplett an. Gut. Wo finden wir denn jetzt wohl... Wo finden wir denn jetzt wohl die Teile, die wir reparieren sollen? Oder renovieren sollen? Und wieso ist diese Halle so riesig? Was ist das denn alles hier? Das haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Können wir das irgendwie... Den ja gerne irgendwie drehen, aber... Der bleibt immer in die Richtung, die er schon stand. Sind die Teile hier irgendwie in diesem Lager eingelagert worden? Nee. Dann habe ich möglicherweise das Spiel kaputt gemacht. Also er sagt auf jeden Fall, hier am Auto ist noch was. Ah, hier sind die ganzen Teile. Okay. Und wie gesagt, wir müssen noch ein Teil demontieren. Aber wo? Ja. Widmen wir uns zunächst mal der Renovation. Das sollte ja schnell gehen. Huch. Na, da hätte ich das Ding doch einfach in meinem Rucksack drehen. Das gibt's ja nicht. Okay, So. Dann einmal hier Schrubi-Schrubi machen. Und stellt euch vor, Leute. Das war mal ein blaues Auto. Gut. Die Frage ist, jetzt kann ich das Teil irgendwie drehen, weil das ist ja jetzt irgendwie nur von einer Seite, ne? Oder zählen die Frontseiten so, als wäre es eine komplette Seite, weil die Mathematik in diesem Spiel ein bisschen komisch ist? Ja. Düdü. So, dann einmal Sandstrahlern. Also, wir sind ja jetzt Level 30. Sollen wir dann mal gucken, ob wir was upgraden können? So, einfach mal der Abwechslung halber. Aber ich habe auch gleich einen Termin, deswegen muss ich noch ein bisschen gucken. Ich wollte noch ein bisschen was aufnehmen, da weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Ihr unterschätzt das ja immer. Das ist übrigens immer ein Zitat, wenn ich das sage, ne? Ich will mich nicht selber loben. So. Tüdelüdelüdelü.
Lackierpistole. So, jetzt machen wir das natürlich Schweinchen rosa. Ich finde es auch sehr praktisch, dass es ist ein sogenanntes Zweifarbsprühsystem hier in dieser Lackier-Dings. Also die macht da, wo schwarz hin soll, macht die automatisch, erkennt die das und macht dann da die schwarze Farbe hin. Und vice versa, ne? Also nur, dass du Bescheid weißt, warum das hier so perfekt funktioniert. So. Nicht, dass du da ein bisschen verwirrt bist oder so, warum das... Okay. Wo muss das jetzt hin? Dahin. Okay, pass auf, Leute. Das ist so viel, was wir restaurieren müssen. Wir gucken mal, ob wir Restaurierungs-Upgrades bekommen. Dazu flitzen wir mal eben zu unserem Upgrade-Computer. Was ist hier denn passiert? Das ist aber auch wieder... Ey. Als ob... Dieses Spiel... Oh, als ob hier eine Brücke... Guckt euch diese Brücke an. Für geteert... Frisch gebaut. Ja. Als ob hier so eine Brücke hingebaut wird, damit ich alleine und sonst niemand, guckt euch das an hier. Das ist mein Grundstück. Als ob. Oh Mann. Aber 50 fahren hier. Hm? Könnte ja heftiger Gegenverkehr sein. Alter Schwede. Wisst ihr, man kann ja zum Beispiel viel kritisieren an Star Citizen oder so, keine Ahnung. Ich glaube, wichtig ist, dass ein Spiel in sich logisch ist und dass man sich da sinnvoll fühlt. So, was haben wir denn hier? Charakter. Verbessere die Fertigkeiten des Charakters. Ich möchte wollte schon immer ein besserer Charakter sein. Was haben wir denn hier? Vergrößert den Wechselkurs von Rohstoff um 10%. Vergrößert die Geschwindigkeit bei der Inventage von Komponenten während der Renovierung. Gehgeschwindigkeit. Geldsumme für das Recycling. Scanbereich. 5 Artikel über 15 Minuten einmal renovieren, was? Hä? Das verstehe nicht. Naja, hier sind so Sachen, ne? Anzahl der Gegenstände, die du findest. Wechselkurs. Nee, also hier kann man das nicht machen. Was kann man denn? Vergrößert deine Geschwindigkeit. Was? Vergrößert Bier. Hä? Vergrößert deine Geschwindigkeit, Rucks. Ach so, wenn ich ein Bier nehme, dann geht die Geschwindigkeit hoch. Das will ich ja nicht. Rucksack vergrößern. Wäre nicht schlecht, ist aber zu teuer und bringt uns nichts. Das sind nur die Fahrzeug-Upgrades. Gut, da kommen mal 2 Fahrzeuge. Nee, das bringt nichts. Na gut, so, was haben wir denn hier? Geschwindigkeit der Demontage, da machen wir erstmal das. Ach so, da schalten sich hier neue Sachen frei. Gehgeschwindigkeit brauchen wir ja nur, wenn wir zwischen Orten hin und her gehen. Das bringt uns also operativ nicht weiter, weil die größte Zeit verbringen wir nicht mit Gehen. Also ist dieser Skill sinnlos, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie mache ich das jetzt? Aktualisieren? Ach so, aktualisieren ist kaufen. Verstehe. Anzahl der Gegenstände, die du bei der Halde findest, um 1. Das wird uns wahrscheinlich nützlich werden. Was ist das hier? Du kannst 5 Artikel über 15 Minuten einmal renovieren. Das verstehe ich gar nicht. Was meint das? Vergrößere die Fläche der Wracks auf dem Abschleppwagen.
Ich glaube, das bringt uns so nichts. So, ja, gut, dann machen wir mal die Aufgabe zu Ende. Das bringt uns überhaupt nichts, wenn wir das killen, dass wir schneller laufen. Danke, Garderol. So. Ja gut, dann geht das offenbar nicht. So, was brauchen wir jetzt? Bürste. Ich behaupte, wenn wir nicht bürsten und sofort Sand strahlen, geht das auch. Das Spiel sagt nein. Na gut. Schrubbi, schrubbi, schrubbi. Ja, aber sowas muss man doch skillen können hier, ne? Oder wir lassen es einfach. Wir fahren ja immer mit dem Kran rum. Das ist natürlich auch dann eine Lösung der ganzen Angelegenheit, die wir hier vorfinden. So. Mal gucken, ob wir hier einen neuen Rekord aufstellen können hier im Schnell Sandstrahl. So. Und hier einmal. Und da einmal. Es war einmal. Da einmal. Gut, warum auch immer da jetzt schon 3% lackiert sind, das müssen wir nicht verstehen. Wir machen einfach mal. Ja, aber das muss man, also jetzt mal ganz im Ernst, das müssen wir doch wirklich, ich glaube, wir sollten doch mal diesen Skill probieren, ermöglicht 5 Teile in 15 Minuten zu renovieren oder so. Dann wäre das zwar sehr komisch übersetzt, würde ich jetzt mal so sagen, aber vor allem, das war jetzt so ein Auftrag, ne? Da müssen wir jetzt richtig viel verdient haben. Guck mal, wie lange wir daran schon arbeiten. Mein Honorar als Berater ist 90 Euro die Stunde, ja? So. Schön wär's. So. Sehr gut. So, wollen wir zur Abwechslung mal ein anderes Teil machen, ja, ne? Machen wir mal die Motorhaube. Ist ja sehr abwechslungsreich bestimmt. Wir haben jetzt 3 Teile renoviert. Und was ich sehr faszinierend finde, ist, dass wir die immer von einer Seite renovieren. Also wir lackieren die jetzt von oben und machen und tun, aber die Unterseite, die bleibt spekig, ne? Muss man mal so sagen, wie es ist. Wo war das denn jetzt? Kein Hinweis gesehen. Da unten. So, jetzt kennen wir den Ablauf schon. Wie ein kleines dressiertes Frettchen rennen wir hier von A nach B.
Und mit unserem wunderbaren Telekinese-Sandstrahlgerät TM, wo aus Luft und Liebe Sandstrahlung entsteht. So. Genauso entsteht hier aus Luftfarbe. Die sollten das mal zum Patent anmelden. Also ich glaube, da sehe ich Potenzial, dass das sich auf dem Markt durchsetzen könnte, aus nichts was erschaffen. So ein bisschen wie ein Replikator, ne? Gut, meine sehr verehrten Herren. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Dann werden wir diesen Mission beendet haben, denke ich mal. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Und ich bin sehr gespannt, was dann passiert. Ob wir das dann wieder da dran bauen müssen oder... Und vor allen Dingen... Demontage, da fehlt ja noch irgendwie ein Teil. Kann ich mir echt immer noch nicht vorstellen, was das wohl sein könnte. Das alles und mehr in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Und danke für eure tolle Unterstützung durch Daumen, Abos, Kommentare, Likes. Bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und ohne euch bräuchte ich das ja nicht machen, weil ihr seid die besten Zuschauer der Welt. Also, bis zur nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. Bis bald. Tschüss.